war das nochmal? Es ist halt so im Leben. Manchmal verlierst du und manchmal gewinnen die anderen. Das war gut, dann habe ich heute auch gehört. OneDrive verwalten. Ja. OneDrive ist nicht angemeldet, ja. die Warum Stimme im Hintergrund. OneDrive Die Stimme aus dem Kissen. Rage. Nochmal. Schlecht nachgespielt. Ja, das war die Hitbox. Die Hitbox, genau. Are you fucking stupid? Nein, ohne Scheiß! Wie bist du PC? Wieso speicherst du Zeug auf etwas, wo du nicht einmal angemeldet bist? Ich muss mal ein PC in die Hand. Ja, das ist PC Baby 2, also. Ja. Das ist mein Arbeitslaptop. Das ist doch eigentlich Fehler 50, oder? Das ist mein Arbeitslaptop. Meine heißt Requiet. Ja, also das Case von Be Quiet. Echt? Ja, und er ist tatsächlich leise. Oh. Sorry. Ist fein. Tor ist frei. Das wieder an. Unser ist auch. Ja. Unser ist auch so frei. Ja, aber der Ball war ja nicht in der Nähe. Weder von uns noch vom Gegner. Ich darf gar nicht. Was geht daneben? Wunderschön. Wait, I got this. Nice! Richtig gute Aktion hier. Geht's so, ne? Geht's so. Als von dem Bumblebee erwartet man nichts anderes. Ja, stell mal das Radio richtig ein. Oh Gott. Ach, Andi. Ja, die perfekte Vorlage. Der Winkel war zu hart. Ri, ich check das so nicht, wenn ich sage, ich will OneDrive verwalten, dann macht er mir den OneDrive auf und dort drin ist nichts gespeichert. Aber wenn ich es am Handy aufmache, sagt er, es sind Bilder von der Kamera drauf gespeichert. Vielleicht sind das zwei unterschiedliche OneDrives. Also Two Drives. Nee, ist die gleiche E-Mail-Adresse. Oh, ist das so, es geht wieder los! Ja. Wenn wir gerade von Technik reden, Jojo, wir sind übrigens immer noch nicht so weit, wir haben noch immer keinen Internetanschluss im Büro. Ja, ich wollte das gar nicht so genau wissen. Aber wir haben bereits einen Telefonanschluss von der Telekom bekommen. Nach 2 Monaten. Nur Internet geht noch nicht. Aber es kann sich nur um Monate handeln. Weil die Telekom gibt jetzt irgendwie das nicht frei, dass wir umziehen zu 1 und 1. Die sagen die ganze Zeit, nee, der Umzug ist nicht freigegeben. Warum auch immer. Ah. Leon. Oh, Leon? Da kann ich dir aber auch, das ist, also wer hier gehen will, also. Ich muss ja nicht synchronisieren. Nicht so. Ordner auf diesem PC sitzen. Ja. Nein. Natürlich. Yay, Vorlage für Ries. So geht das. Ah, schade. Das war knapp. Abgatschen, oder was? Ja. Sah zumindest so aus. Aber wie komme ich auf die scheiß OneDrive drauf? Ich hab nicht Daten sichern, nein. Nicht vorbereiten, du sollst das nicht. Ich hab. Fuck you! Rie, der PC ist echt so dumm, er will jetzt noch mehr Dateien auf OneDrive sichern und ich kann trotzdem nicht auf den Ordner von OneDrive zugreifen. Ich glaube, wir müssen einmal alle gut durchatmen.
ganz viel meditieren und dann wird das besser. Oder du wechselst auf diese Google Runde Mail. Dann kannst du auf Discord anmachen und dann guck ich, okay? Jetzt zeigt es wenigstens im Ordner etwas, aber wenn ich das im OneDrive lösche, sollst du es mir nicht auf dem PC löschen, oder? Kann ich das irgendwie stoppen, dass du aufhörst zu funktionieren? Ich habe Feierabend. Ich arbeite nicht mehr. Ja, es tut mir leid, aber ich kenne sonst niemanden. Immer noch ja. Kannst du Uli fragen? Der kommt raus. Ich will keine OneDrive-Synchronisation. Hör auf synchronisieren, you son of a bitch! Wieso kann man doch nie sagen, dass du nicht sollst mit dem synchronisieren? Wie lange waren die schon nicht mehr an? Nicht lange. Letztes Wochenende war er an. Aber ich weiß nicht, wieso der einfach für sich selbst entscheidet, dass er das Zeug speichert. Weil das habe ich ihm gesagt, soll er nicht. Etwa 10 Mal habe ich das schon gesagt, soll er nicht. Und jetzt kann ich das irgendwie nicht mehr. Was das war, aber bitte schön. Mittig? Vielleicht hilft's. Yay! Patrick! Geht irgendwann. Ri? Hat. Der heißt aus. Wenn Sie einen Ordner unwiderruflich. Ja, jetzt, Kollege, warte, ich habe jetzt keine Zeit, du musst jetzt dann und da anrufen, Mann. Speichere ich meine Arbeit zu. High Definition. Holiday. Ja. Okay. Nee, es regnet noch nicht, aber es windet verdammt stark. Und mein Handy ist immer noch an. Wieso geht der da nicht rein? Hallo? Pustest du irgendwie? Apropos rein? Handy. Ja. Ja. Also, ah, was mit Handy? Ich brauche ein neues. Was hast du angestellt? Nee, es ist das neue, das Zenfone von Asus Grau oder halt vorgestellt worden heute und die haben das in grün. Oh, okay. Die Farbe Sinn, gab's noch nicht. Und ich, keine Ahnung, mein Handy ist schon seit letztem Jahr aus dem Service raus und das ist mir eigentlich irgendwie so. Ja, du hast natürlich schlechte Verbindungen dahin, ich weiß. Du kommst zu schlecht an Handys. Das Handy noch, aber irgendwie. Eigentlich ist ja schon wieder dieses Konzert ausschlaggebend gewesen. Marie konnte richtig schöne Bilder und Videos machen. Ich hatte beim Rammstein-Konzert habe ich alles im Daniel filmen und Bilder machen lassen und er hat mir jetzt über die Dropbox einfach alles geschickt, irgendwie die 2 GB oder so. Ja. Weil er hat irgendwie das iPhone 14 oder so oder 13, keine Ahnung. Ich habe es noch ein 10er und merkt schon deutlich einen Unterschied. Das stimmt. Ja, der ging. Deswegen, ja, deswegen, es ist, ne, passt das nicht. Es ist dann vielleicht doch Zeit für ein neues Handy. Und ich habe gesehen, das hat scheinbar auch so eine krasse 200 Megapixel Kamera. Ach so, ja, habe ich gelesen. Was willst du mit 200 Megapixel Kamera auf dem Handy? Das ist übertrieben. Und mit der KI verbessern. Ja, es ist ja. Das war Ablenkung. Es ist echt krass, wenn du überlegst, so eine scheiß popelige Kackkamera in so einem kleinen Handy, 200 Megapixel. Früher war man geil, wenn man 3 Megapixel hatte. Soll ich ihn machen? Ja, mach. Ging. Oh Gott. Ja, der war daneben. Jojo, was ist los? Ihr macht das, ich bin moralische Unterstützung. Du machst das super. Hier, Jojo, für dich. Ja, Entschuldigung. Und dann nimmt Rie ihn. Oh, schade. What? What is that? Hä? Warum macht er den rein? Ich wollte eine Vorlage. Der hat ihn noch nicht reingemacht, oder? Ach so, doch, er war da dran. Ah. Er hat ihn reingemacht. Der war doch fix. Nee, das war die falsche Seite. Bisschen weit für Jojo gedacht. Oh Gott, ja. Ich hätte ihn lassen sollen. Irgendwie spielt eh nur noch einer von den Gegnern.
Der eine hilft, eine hilft auch nur uns. Noch von den Gegnern. Neben. Eine Vorlage für Jojo vielleicht? Ja. Oh, bisschen weit. Oh, bisschen weit, ja, Entschuldigung. Jetzt nochmal. Jojo? Ja. Ja, ist ja der Gegner die ganze Zeit fast dran und keiner von uns hin. Nehme ich doch nicht vor. Dann, ich. Stellen uns nach hinten. Ich warte mal. Bring ich dir? Gut. Ja. Ich glaube, ich kann hier, also wir können hier sowieso komm, raus. Komm. Und natürlich keine Vorlage. Ja, nee, halt normalerweise Ding, aber okay, tatsächlich. Du bist so hoch geflogen, aber nicht sehr weit. Boom! Oh Gott, Optimus Prime! Ja. Ist das jetzt wegen dem, was für ein Teil? Fünfter, sechster, siebter? Keiner braucht ihn mehr. Wir haben schon mal, mal komplett neu gemacht, irgendwie, oder? Irgendwie ist das jetzt nochmal neu erzählt halt, keine Ahnung. Ja, irgendwie die Vorgeschichte, Nachgeschichte, ach was weiß ich. Ich bin nicht, noch nicht dazu gekommen, den zu gucken, ich kenne nur den Trailer und sehe nur, dass die... Ich habe bloß gehört, dass er nicht so toll sein soll. Weiß ich nicht, Tweever meint der war gut? Keine Ahnung. Okay. Ja. Oh. Das war... Rie? Teamwork. Was? Ich bin jetzt das vom PC, von meiner, also meinem Arbeitsordner, am um meine HD speichern. Das dauert eine Stunde 25 Minuten. Passt. Nachher kann so ich... Dann sind es nicht so viele Dateien. Ja, das habe ich vermutet. Aber nachher könnte ich erst schauen, nice weg fine. Dem. Dann kann ich nachher das Zeugs löschen, alles was da drauf hat, und ich hoffe, dass es dann funktioniert. Nicht. Und ich lösche sonst noch ein paar Mails, falls ich noch Mails finde, weil irgendwie habe ich mehr Mails. Ach, dann nicht. Den dann müssen wir auch noch in der Luft abklatschen. Oh. Anyway, Rie, ich höre dich später. Ich muss mit dem Demi wegen dem Festival telefonieren. Also, okay, dann mache ich Genshin mal auf dem Handy. Das du hast jetzt die ganze Genshin auf dem Handy gezockt. Ja. Nö.